Schlechte Nachrichten für Udo Pollmer. Der Trend ist noch nicht ganz ausgestanden. Vegane Ernährung wird immer populärer. Jetzt hat selbst der Möbelriese IKEA beschlossen, einen veganen Hotdog mit in das Sortiment zu nehmen. Er wird derzeit getestet in Malmö und ja, der Geschäftsführer oder der für das Restaurant verantwortliche Mensch, der hat halt gesagt in dem Interview, dass wir die Verantwortung haben, Essen zu servieren, das gut für den Planeten ist. Und IKEA sieht sich da in einer Rolle, ja, wo sie gar nicht anders können, als ihr Sortiment irgendwann auf pflanzliche Ernährung umzuswitchen. Natürlich erstmal in einem Step-by-Step-Prozess, der einhergehen muss mit den Wünschen der Kunden. So funktioniert unser System, unser ökonomisches System, Angebot und Nachfrage. Und zuerst muss der Kunde, müssen wir Menschen, muss die geistige Evolution nach vorn getrieben werden und dann entsprechend Produkte nachfragen, die dann im Umkehrschluss das Unternehmen anbietet. Und McDonald's hat ja den veganen Burger irgendwo in Finnland in der Steppe angeboten, erstmalig, und sie haben das jetzt ausgeweitet auf Schweden, zumindest wenn man das dem Beitrag von Stern.de ja, Glauben schenken darf, denn da steht, der schwedische Einrichter, hier ist Bezug genommen auf IKEA, folgt damit einem Trend, den immer mehr Läden nehmen vegetarische oder sogar vegane Angebote in ihre Speisekarte auf. In Finnland und Schweden testet McDonald's beispielsweise den McVegan, wie der Name schon verrät, einen veganen Burger. Und der Hotdog bei IKEA, und es gibt nicht wenige Menschen, das kann ich sagen aus meinem Umfeld, die gehen wegen dem Essen zu IKEA, wegen dem Köttbullar, das sind solche Fleischbällchen oder so. Und ja, und gehen dann halt einmal durch das Möbelhaus und lassen sich inspirieren und kaufen irgendwelchen billigen Schrunz, den sie 2 Jahre später dann sowieso irgendwo im Keller stehen haben und nicht mehr brauchen. Aber das ist halt interessant, dass jährlich besuchen 660 Millionen Menschen die IKEA-Zentralen und essen dort. Und das ist eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen, die natürlich nicht Veganer sind, die aber dann sehen werden, hey, es gibt einen veganen Hotdog. Und der Hotdog ist natürlich mit das beliebteste neben den Köttbullar oder Bullar oder keine Ahnung wie das heißt bei IKEA. Und entsprechend ist es schon ein absoluter Fingerzeig, dass der große Möbelhersteller IKEA, der ja gar nicht so auf Nahrung spezialisiert ist, aber selbst er realisiert, ausgehend der Kundenwünsche, dass pflanzliche Ernährung halt immer mehr in den Fokus rückt. Und der Hotdog, den die jetzt gerade testen in Malmö, der besteht komplett aus Pflanzen, also aus Gemüse, aber der der zuständige IKEA-Mann, der sagte, das Rezept für den aktuellen Veggie-Hotdog enthält keine tierischen Zutaten an sich. Für den Test in Malmö können wir doch noch nicht sicherstellen, dass alle Zusatzstoffe zu 100% vegan sind. Also er ist sich schon bewusst, dass da einige Sachen, und es ist auch schon schön, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man nicht einfach sagt, okay, wir lassen jetzt das Fleisch weg und ja, der Milch, das ist ja in Ordnung und Eier ist ja in Ordnung. Ne? Aber hier, er sagt schon, es sind alle Zutaten schon mal keine tierischen Zutaten, das heißt kein Eier, kein Milch, kein Fleisch. Und er geht sogar dann noch weiter, dass er auch möchte, dass die Zusatzstoffe, dass dann auch da genau geschaut wird, ja, dass das letztlich, und das ist das, was aus den Worten herausgeht und auch in einem anderen Artikel von trendymin.ch, das ist so ein Internetmagazin irgendwie, da steht halt auch, dass halt irgendwann im independent.co.uk der Managing Director von IKEA Food Service, Michael LeCour, eben geäußert hat, dass sie den komplett veganen Hotdog lancieren. Das heißt, dass ja einfach der Fokus ganz klar da besteht, eine Grund 100% pflanzliche Alternative anzubieten. Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Ich gehe nicht zu IKEA, aber also nicht, weil ich was gegen IKEA habe, einfach weil ich hier keinen IKEA in der Nähe habe, den ich fußläufig erreichen könnte. Und von daher, ja, tangiert es mich nicht, aber das sind große
große, große bemerkenswerte Dinge, die da passieren. Wenn große Ketten wie McDonald's, wie Ikea und wie in Zukunft auch sehr, sehr viele andere umschwenken, sagen, okay, wir bieten erstmal auf jeden Fall auch eine pflanzliche Alternative an und dann entscheidet der menschliche Geist. Ikea entscheidet nicht, McDonald's entscheidet nicht. Das ist genau der Punkt, den ich immer wieder sage und wo viele sagen, sich in die Ecke stellen und sagen, wir können sowieso nichts ändern. Die Politik und die Unternehmen, die stecken ja alle unter einer Decke. Da können wir gar nichts machen. Wir sind ja so hilflos, wir Menschen. Wir werden ja einfach nur gehalten oder nur manipuliert und haben keine Möglichkeiten. Naja, das Problem ist, da steckt natürlich Wahrheit dahinter. Ja, wir werden natürlich versucht zu manipulieren, insbesondere von den Unternehmen und dem Marketing. Ich habe da ja ein Video dazu gemacht. Aber letztlich haben wir trotzdem die Möglichkeit, etwas zu tun. Wir können alle etwas tun in unserem Bereich und wir können andere Menschen inspirieren, die dann auch wieder was tun und dass dann wie solche Blasen dann immer mehr aufpoppen und die dann immer größer werden. Siehe Rohkostpotlucks, ne? Dort angefangen mit einem Leipziger Rohkostpotluck und vielleicht noch irgendwelchen kleineren Rohkostpotlucks, die überhaupt nicht wahrgenommen würden medial. Aber das Leipziger Rohkostpotluck war so die Mutter der Rohkostpotlucks, zumindest derjenigen Rohkostpotluck, die sich jetzt medial etabliert haben. Und ja, und jetzt poppt das überall auf und die Kreise werden größer und jeder hat einen Rohkostpotluck in seiner Nähe oder wenn er keins hat, überlegt er selber eins zu initiieren. Und das ist eben genau das. Jeder kann was erreichen. Es dauert natürlich eine gewisse Zeit und vielleicht erreicht man das, was man gerne erreichen möchte, in seinem Leben nicht. Aber man gibt einen Anteil dazu von dem, den es braucht, um das dann letztendlich zu erreichen. Und ja, und die Unternehmen ziehen nur nach. Die Unternehmen, die versuchen dann natürlich ihre Produkte oder generell ihre Produkte immer mit Marketing an den Mann zu bringen, aber macht euch da keine Gedanken. Und wenn es um die großen Dinge geht, die in unserem Geist stattfinden, geistige Evolution, und dazu zählt eben, dass wir überhaupt nicht mehr es zum einen nötig haben, tierische Nahrung zu uns zu nehmen und zum anderen aufgrund unserer persönlichen Gesundheit, wo wir alle ein Interesse dran haben, irgendwann auch der Letzte realisiert, dass tierische Ernährung da quasi wie so ein Sargnagel ist. Ja, also Ikea zieht nach, McDonald's hat auch schon und es gibt natürlich gerade kleine Unternehmen haben ja schon ganz häufig Dinge schon initiiert, aber das kommt nicht so in den Medien und deswegen finde ich es immer so schön, wenn in den Medien dann eben auch das gebracht wird, dass große Unternehmen entsprechend ja, da mitziehen und ich meine, es gibt jetzt nicht mehr viel an größeren Unternehmen, die ja irgendwie der größte Essenshersteller McDonald's der Welt, der größte Fastfood-Kette der Welt, hat das schon in ihrem Blick. Jetzt hat der wahrscheinlich größte Möbelgigant der Welt, hat das auch im Blick. Naja, alles klar. Es ist nur die Frage, wann ihr euch damit intensiver beschäftigt. Und das gilt natürlich für alle diejenigen, die zu meinem Kanal schauen, aber vor allem vielleicht wegen spirituellen Videos oder wegen nicht unbedingt Ernährungsvideos. Und Step by Step in Richtung einer pflanzlichen Ernährung, dann haltet der Schritt auch mit der geistigen Evolution und eure Gesundheit wird's danken. Ich wünsche euch alles Liebe und ja, sorry Udo. Ist noch nicht zu Ende.